Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Among Us. Wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß. Oh, so, jetzt Elle Crewmate. So Leute, jetzt wird aber verpfiffen, bis der Arzt kommt, zusammen mit meinem super Freund Osaf. Wir sind das beste Team der Welt, Osaf und Pale. Machen den super Song. Ich sollte Songs schreiben. Ah, nein, Maxify, nee, du kommst jetzt nicht. Ja, okay, ja, komm. Da bin ich bei, ja. Palmaxify retten den Tag. Oh, was ist das denn jetzt? Das habe ich immer noch nicht richtig verstanden. Weil was ist das denn jetzt? Das sind Steine. Ach, das wird auch sogar grün. Ah ja, ja. Wo ist mein super Freund Maxify? Ich möchte dir etwas zeigen. Achso, ich bin schon direkt am Reaktor. Let's go. Ist jemand da? Ja, activated. Zusammen mit meinem super Freund Maxify. So kann das bleiben. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Wir können vier Leute ausschließen. Die Unreef, Leute, mal ernsthaft, ne? Die streamt aus. Wo war das? Okay, lass Tim mit erstmal aussprechen. Stimmt, Reef ist schon wieder als erstes. Hallo, ich hab Osas gefunden. Ja, und wo? Es ist Fufu. Okay. Oh. In Cafeteria. Ich war mit Jules in Cafeteria und auf einmal war Fufu da. Ich gehe hoch und da lag eine Leiche. Das ist korrekt. Ich habe auf den Logs gesehen, Tim und Fufu sind nach unten rechts gegangen. Also vier Stück können wir ausschließen. Vier Stück können wir, glaube ich, ausschließen. Hast du deiner Verteidigung zu sagen? Ich hab nur Tim und Fufu. Ja, Fufu, komm. Ja, Fufu, das ist down. Komm. Sag mal, warum hab ich denn hier schon wieder von Ju einen reingefallen? Ey, wenn ich bei uns hier bin, dann brauche ich leider nicht. Sag mal, das ist doch nicht nett. Weil, ganz kurz zur Info. Von den ganzen Leuten, die jetzt hier dabei sind, ist Reefed. Und Reefed streamt halt. Und das finde ich an sich, da kann man auch mal ein bisschen, weil das ist ja super ätzend für die, wenn die halt streamt und die ganze Zeit weggemacht wird. Und dann kann sie dann nur so, oh, da ist Timid, lauf Paletto! Es kann jetzt... Ich hab gedacht, wir hatten zu wenig Besprechungszeit. So Leute, ja, wer war wo? Also ich war im Reaktor mit Maxi, Paluten war glaube ich noch da und irgendeine vierte Person war auch noch da. Meinst du in der letzten Runde oder was? Ja, in der letzten Runde. Saftiges Gnu war auch noch oben links. Cracker, Maxi, Paluten, Saftiges Gnu waren im Reaktor. Ja. Hat jemand irgendwann, wann habt ihr zuletzt Reef gesehen? Ich hab Reef zuletzt an der Krankenstation gesehen. Ich hab sie nie gesehen, gefühlt. Ich hab sie am Anfang, ja ganz normal. War gefühlt wieder instant tot. Und danach, hast du gesehen, wo sie vielleicht hingelaufen ist? Kann jemand Maudado decken? Nee, das ist es ja. Das überlege ich auch die ganze Zeit. Ja, das ist einfach Maudado raus. Warum soll ich den Knopf drücken, um noch mehr Besprechungszeit rauszuholen? Ja, Maudado, du bist 500 IQ. Du hast das größte IQ von uns allen hier gerade am Start. Ich habe keinen einzigen Hinweis gerade. Vier Leute waren im Reaktor. Also wenn ich da war, waren Ju, Timid und Maudado. Ja, aber Timid würde niemals Fufu rausvoten, wenn die beiden Imposter sind. Das wäre schon ziemlich dumm. Also ist Maudado oder Ju für mich? Ich vertraue dem nicht mehr. Maudado, du warst du die ganze Zeit an den Logs? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich war an den Logs, aber nicht früh genug. Also ich habe zum Beispiel nicht gesehen, dass Osaft und Ju nach unten rechts gelaufen sind. Ich skippe erstmal. Also wir skippen erstmal noch. Ja, skippen erstmal. Ich hab euch gerettet. Dafür müsste ich hier längs. Also, ich habe hier unten noch eine Aufgabe. Du hast wohl kein Ende, ich weiß es jetzt schon. Aber ich schieß tolle Asteroiden weg. Leute, habt ihr irgendwie, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Habt ihr irgendwie, ich habe absolut keinen Plan. Ich wüsste jetzt nicht, oh, da geht die Tür auf. Es ist Maxify. Nee, du bist doch mein Süßen, ne? Kann ich dir vertrauen? Maxify, machst du mich jetzt weg? Nö, ich kann ihm. Ja, komm mit. Da ist noch saftiges Gnu. Maxify! Ach, du lebst noch. Ist sie da? Also, sie stand da nur drauf. Ich dachte schon wieder, das kann doch nicht wahr sein. Wir aktivieren die. Ich weiß nicht, wie das aufgeht. Da kommt Cracker. Oh, Maxify. Wenn jetzt hier jemand tot ist, sind hier Leute tot. Maxify, schnell ausgucken. Ich habe ja niemanden. Ah, eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, Leute. Ich muss gar. Ich sag lieber nichts. Ja, ist das schlimm, sowas zu sagen? Nee, aber es ist ja eigentlich an sich ist ja komplett menschlich. Ich habe gerade einen fahren lassen. Aber ich habe auch leichte Magenprobleme heute. Das tut mir vielleicht leid. Oh, jetzt habe ich das schon wieder. Aber ich habe echt Magenschmerz. Und es ist ja, mein Gott, das ist ja nichts Schlimmes. Das macht doch jeder von uns. Jetzt mal ehrlich. Also mal so ein bisschen rausschießen.
Jetzt gehen wir hier schön wieder nach unten, Jungs. Es sind aber kaum Leute tot, habe ich das Gefühl. So, weiter, Maxify. Maxify, ich muss hier machen. Fixing the lights. So, direkt das nächste. Dann, ah, ich muss mir angewöhnen, da bei diesem Launchpad die Sachen zu machen. So, komm. Oh, da kommt Cracker. Maxify, aus, jetzt gucken. Gucken, liegt hier irgendwo jemand. Schnell gucken. Nee, guck einmal, ob hier Tote sind. Liegt hier oben irgendwo jemand? Nee, alles safe. Jetzt gucken wir hier, habe ich noch eine Aufgabe? Sag mal, es passiert nichts. Was ist mit den Leuten los? Ah, es ist vermutlich ein Imposter. Ja, da kann ich jetzt nicht auch noch hingehen. Ja, ihr macht das schon. Ich laufe Launchpad. Da wird doch jemand sein, oder nicht? Aber das schaffe ich, glaube ich, alles noch insgesamt, weil ich habe viel Zeit. Hier. Und jetzt komme ich noch ganz schnell zu Maxify. Oh, nee, das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich 13 Sekunden. Hallo. Hallo. Ich hab so einen leichten Sass. Gegen? Gegen Ju. Hä, warum? Julian. Okay, also Ju erstmal komplett ignorieren. Die ist halt einfach persönlich gegen mich, so, ne? Nein. Ja, nee, ist okay. Ich war in diesem Lecker Room, hab ich auf dieses Medbay-Ding jetzt gestellt, ne? Ja, weil ich bin fertig. Ich bin fertig mit allen Tests. Ah. Deswegen geht man auch nicht zum Reaktor, aber. Nee, ich war beim Reaktor. Also, ich wollte nur sagen, wir haben zusammen diese Blätter rausgebracht, diesen Müll. Und du hast anscheinend einen ganz, ganz schnellen Finger auf jeden Fall. Oh. 3 Sekunden gebraucht. Ach so, und Gnu ist gewendet, ne? Ich, wo hab ich mich gewendet? Nee, Gnu. Gnu nicht. Ach, Gnu. Ich bin immer noch kein Deut schlauer jetzt hier. Ich habe euch nur das Einzige, was ich peinlicherweise rausgehauen habe in dieser Runde, war, dass ich schön einen hab fahren lassen. Mehr ist jetzt nicht passiert. Ich bin jetzt auch gleich mit meinen Aufgaben durch. Ich bin gutes Crewmate. Ich bin das beste Crewmate der Welt. Denn ich habe keine Ahnung von nix und so weiter. Ein musikalisches Genie. So, dann mache ich doch mal hier und einen Lünn und dann da und fertig. Task completed. Wo ist denn mein süßer Maxify jetzt hier? Maxify! Nee, ich gehe mal hier. Ich glaube, hier können. Oh, da ist Cracker. Oh, da ist Cracker. Das ist Maxify. Also, Maxify-Vertrag. Ja, da sind wir wieder. Ich bin fertig mit allem. Aber hier war ich gerade schon. Alles durchgespielt hier. Er hat gesagt, alles durchgespielt hier. Oh, Maudado. Nee, Maudado. Oh, das saftige Gnu. Okay. Maxify macht da seine Aufgabe. Was habe ich denn da oben rechts noch? Oh, nee. Oh, nee. Hilfe. Maudado. Das ist Maxify. Drück schon mal Report-Button. Dann kriegen sie wenigstens nur Maxify. Und rein hier. Das ist die Frage jetzt. Maxify! Maxify, wo bist du? Maxify, ich habe dich verloren. Ich dachte, du bist... Nein! Jetzt ist er da in dieser Deko. Maxify, bitte! Er ist einfach abgehauen. Es ist Ju. Nein, keine Ahnung. Doch, was? Oder? Nein, Moment. Nein. Hey, Tim, also, Maxi? Saftiges Gnu war eben noch bei mir so ein bisschen in der Nähe und dann bist du auch Richtung Süden gelaufen und also ich Halle, muss... Ich habe gerade alles zusammengegangen. Ja, aber trotzdem warst du gerade ein bisschen... Aber ich bin doch schon am Anfang proof gewesen. Warte, ganz kurz, Paluten, am Anfang, wir waren zu viert, links oben im Reaktor, es wurden 2 Kills gemacht. Ich kann es doch gar nicht gewinnen. Stimmt, stimmt. Stimmt, ja. Also, ja, Moment, aber das weiß man ja auch nicht. Stimmt, du bist auch... Gewendet. Ja, aber du bist auch extrem schlau. Du bist grün und schlau. Also warte mal, Palu. Maxi und du sind die ganze Zeit davor lang. Ich kann euch zu 1000% sagen, dass es nicht Ju ist. Ich stand mit ihm auf dem Map. Ich habe nämlich gesehen, wie Timmet und Ju voneinander standen. Ich hab so auf Maudado, ne? Ich weiß nicht. Ich bin der Kacker Palut und ich, wir waren noch am Anfang bei Dingen. Wir haben die ganze Zeit gewollt aus dem Grund, dass du Fufu rausgeworfen hast und Fufu hat sich wenig verteidigt und Fufu verteidigt sich normalerweise immer, wenn er innocent ist. Deswegen habe ich geglaubt, dass du es nicht bist und ich hatte keinen anderen Anhaltspunkt. Aber alle können sich saven die ganze Zeit, außer du. Du bist die ganze Zeit alleine. Ja, aber ich hab gerade die gleiche Report. Ich glaube, dass es Maxi ist, weil der ein Reactor... Nein, ich hab doch... Ich kann nichts. Wir können skippen. Ich hab auch Fragen. Also, es ist ja saftiges Gnu, da ja längst gelaufen. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, da ist jetzt hier mein kleiner Maxify. Aber es kann halt auch jemand uns entgegengekommen sein. Ich bin bei dir, Cracker. Wenn, machen Sie den Doppelkill hier. Drück mal bitte. Ich möchte meinen Emergency nicht raushauen. Kann ich das jetzt schon benutzen? Ich könnte, in einer Sekunde. Okay.
Okay, ja? Ein Meeting nochmal. Wollen wir das nochmal fertig? Ja, lass uns fortführen. Oder? Ich trinke jetzt ein bisschen Wasser, weil Wasser ist gesund. Also es gibt halt folgende Möglichkeiten. Reeves Leiche, ich weiß, dass sie rechts war. Dadurch, dass sie, also sie hat den Spawn verlassen, sie ist bis zu Medbay gelaufen. Und danach weiß ich nicht, wohin sie gegangen ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Anscheinend waren ja alle im Reaktor und die anderen waren in Cafeteria. Entweder ist es ein Kill in Reaktor passiert, den ihr nicht bemerkt habt, irgendwo in der Ecke, weil es ja, wir haben nicht so Sichtweite. Oder Reeves ist in der Cafeteria gestorben, weil in der Cafeteria waren... Fufu, Timid, Osaf. Genau, genau. Und Fufu war es, glaube ich. Also ganz kurz nochmal, wie das gerade passiert ist. Aber der andere hätte halt noch in der Cafeteria sein. Und Ju kann es auch nicht sein, weil ich die ganze Zeit gerade mit ihm war, deswegen. Aber ihr wart doch gerade mit Maldado, Maxi und Paluten, oder? Als Gnu gestorben ist, oder nicht? Nein, es waren... als sie gestorben ist, war es wahrscheinlich so. Ich war in Reaktor, hab gesehen, dass Maxi bei mir steht im Dunkeln. Und ich habe erstmal Angst, weil er bleibt bei der Tür, bei der Ausgangstür in mir drin stehen im Dunkeln. Und ich renne unten weg, will Richtung Knopf. Und auf dem Weg liegt Gnu, quasi bei der Y-Gabelung auf der linken Seite. So weit bin ich ja gar nicht gelaufen. Ja, aber Maxify, super! Palexify-Schwur, schwörst du auf den Palexify-Schwur? Okay, dann ist es Maldado. Ich bin's nicht. Das könnte er nicht machen. Das wär zu krass. Und wenn Maldado sagt, ich bin's nicht, dann vertraue ich ihm auch. Dann muss es Cracker sein, der entgegenkam. Ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe hier halt wirklich einfach gar nichts mehr. Und wer ist da gerade weggelaufen? Das ist Maldado. Könnte jetzt Zeit für einen Doppelkill sein? Es könnten Ju und Cracker sein. Maxify, tu mir das nicht an, wenn du mich jetzt umbringst. Bitte spring da nicht rein, Maxify. Passiert da jetzt ein Kill? Nee, ich verstehe hier nichts. Ich bleib bei Maxify, weil ich glaube, ich kann Maxify halt vertrauen. Er würde nicht... Ich wollte einfach nochmal ein Meeting einberufen. Also weil, irgendjemand ist hier richtig, das ist richtig... Weird. Das war weird. Jemand ist richtig schüchtern gerade. Also ich glaube Cracker. Einfach so instant. Ja, komm, dann weg mit dem. Weg. Raus, Cracker. Raus mit Cracker. Raus, weg mit dem. Ist vorbei, Cracker. Oh Gott, Leute. Das war voll gemein. War sehr knapp, Cracker. Ja, dein Plan ist nicht aufgegangen. Das fand ich sehr gemein, muss ich sagen. Better luck next. Sorry, Cracker. Aber die Menschen waren doch auf allen anderen außer mir. Warum war ich auf einmal? Ja, aber dadurch hat man langsam das Gefühl, das haben sich alle so gegenseitig beschuldigt. Und du warst so der hart Einzige, der nicht verdächtig ist. Ja, und Cracker, darf ich dich was fragen? Weil leider haben viele dann auf dem Weg Richtung Reaktor hast du saftiges Gnu umgebracht, oder? Ja, habe ich. Ah, okay. Weil es musste irgendjemand sein, der von da aus gekommen ist. Und nachdem Maxify den Schwur gemacht hat, da war alles klar. Da habe ich ihm vertraut. Also er hätte mir das Herz gebrochen. Sag mal, Mini-Paluten, was war denn da vorhin los? Du bist gestolpert und da ins Rohr gefallen. Okay, Leute, das war's mit der heutigen kleinen Folge von Among Us. Wenn ihr selber Abenteuer mit Mini-Paluten erleben wollt, schaut gerne mal auf paluten.shop oder paluten.store vorbei. Hier sind jetzt auch Videos verlinkt, genauso wie der wunderbare Team-Paluten-Kanal. Schaut gerne vorbei. Mini-Paluten und ich verabschieden uns. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.